Hallo zusammen, heute will ich euch was zeigen und zwar habe ich einen Kunden, der hat gesagt, sein Kompressor ist defekt und er müsse einen Kompressor haben. Gut. Ja, nur den Kompressor. Ob er den wechseln kann? Ja, das ist kein Problem, sie seien eingerichtet. Okay. Haben wir Ihnen einen nackten Kompressor geschickt, ohne Steuerung, weil die sei nicht defekt? Also nur den Kompressor, der hier auf diesem Aggregat steht. Ja, Sie können den nicht montieren, das geht nicht und Sie hätten keine Ahnung. Ja, wir brauchen... Der Kompressor ist defekt. Wahrscheinlich ist der Kompressor gar nicht defekt. Aber wir haben dem Kunden dann geschickt ein Kühlaggregat. Mit Aggregatbefestigungswinkel, dass man das Teil an die Wand schrauben kann. Mit diesem Verdampfer hier. Okay. Und jetzt kam das wieder zurück, weil er es nicht montieren kann. Wir versenden mehrere Aggregate an, ich sage mal, technisch nicht so begabte Leute. Die montieren das Aggregat und es läuft. Warum läuft jetzt unser neues Aggregat nicht? Der Kunde hat hier die Leitung abgeknickt. Ich weiß nicht, ob man sieht, hier hat es ein Loch. Also, ich weiß auch nicht, wie die Leitung sein soll, aber wenn man die Leitung montiert, dann fährt man einfach einmal mit der Leitung eine Schlaufe hinten rum und macht so eine Leitung und fährt dann ein bisschen raus. So. Ich weiß nicht, wo er rausfahren muss. Auf jeden Fall, hier hat er schon ziemlich gemuckst. Jetzt ist der Verdampfer kaputt und jetzt hat er uns geschickt den alten Verdampfer, der drin war, von Dometic, nur wir haben ein Problem, dass diese Kupplungen sind mehrfach dichtend und das sind sogenannte On-Way-Kupplungen. Die werden also einmal eingesteckt und dann werden die hier mit diesem Dorn, man sieht es hier drin vielleicht, eingestochen und dann sind die kaputt. Das hat er dann auch so rausgebaut. Und jetzt kommt der nächste Schritt von den Kupplungen. Wir können eigentlich alle Kupplungen anschauen, auch die von Dometic und die Kupplung hier. Wenn ich diese Kupplung anschaue, ist die hier richtig verkratzt. Also das heißt, da ist eine Murksmoore dahinter, die hat keine Gabelschlüssel verwendet, sondern diese Rohrzangen. Das heißt, hier wurde mehrfach gemurkst mit solch einer Rohrzange und wenn man dann zu fest drückt, dann wird diese Verschraubung oval und sie ist nicht dicht. Dann das Gegenstück, hier in dieser Verschraubung hat es Motorenfett drin. Das Motorenfett, wenn das hier reinkommt in die Verschraubung, dann haben wir das Fett im Kühlsystem. Wenn solch ein Getriebefett oder Universalfett im Kühlsystem drin ist und das wird dann mitgespült, friert das ein, wenn es in den Verdampfer kommt. Ein bisschen Öl nehmen oder WD-40, das ist auch nicht schön. Das sauberste wäre ein Kälteöl, aber kein Fett, um hier die Kupplungen zu vermurksen.
Ja, das gibt's jetzt. Jetzt gibt's nur wieder die Möglichkeit, hier dieses Fett, das sieht man auch hier an diesem Aggregat. Hier wurde auch ein Fett verwendet. Und hier sehe ich schon, wie an den Kupplungen das Fett drin ist. Und auch hier sieht man diese Spuren von Rohrzangen. Nehmt einfach einen Gabelschlüssel. Ja, jetzt heißt es wahrscheinlich alles neue Kupplungen. Ich hoffe ja nicht, dass Fett jetzt eingedrungen ist. Und dann will er diesen Verdampfer hier hingelassen. Das ist machbar. Aber beim nächsten Einbau wird es hoffentlich wieder verkackt. Ja, einfach, ich habe das schon erklärt, wie man Kupplungen verbindet, mache ich euch hier ein Video. Aber optimal ist das nicht hin und her. Das Thema ist, wir haben heute keine Fachleute mehr, sondern nur noch, man kann halt hier keine App runterladen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.